Herzlich willkommen zurück. Ihr Lieben, ich bin gerade unterwegs und wir sind eigentlich nicht im Aufnehmen, aber ich wollte euch zeigen, wo ich gerade bin. Und zwar bin ich hier am Wegschrein Sphäre des Donnerdrachen und hier so ein Stück weit nach links geflogen. Und da habe ich den Univolt gefunden und auch da hinten die Azogs heißen sie, glaube ich, die wir schon die ganze Zeit haben wollten. Deswegen werde ich jetzt mal mit euch zusammen angreifen. Der kann natürlich Blitze sehr gut vertragen. Er sollte Blitze sehr gut vertragen, aber er verträgt sie nicht besonders gut. Na toll, aber immerhin weiß ich jetzt zumindest schon mal, wo ich eventuell eins fangen könnte. Ich sehe übrigens gerade noch was. Hier lag noch Munition. Die nehmen wir auch mal direkt mit für ein Epi. So, und hier habe ich gerade eben zwei Azogs gesehen. Wo sind die jetzt hin? Da hinten. Die wandern hier gerade rum. Oh, die muss ich mir unbedingt schnappen. Es ist doch nicht normal. Warum? Warum? Nein, nicht weglaufen. Ich will dich haben. Bleib stehen. Blöder Azog. Mann. Nein. Was bist du eigentlich? Du bist ein normales, ne? Ich will dich kriegen und ich werde dich kriegen. Ich werde dich besiegen. Wenn ich dich denn nochmal anvisieren könnte und du mal stehen bleiben würdest. Ja. Oh. Das ist ja schlimm hier. Yes. Yes, yes, yes. Und er ist eine Frohnatur. Ja, ich glaube, so eine große Frohnatur ist er jetzt leider nicht mehr, weil ich seinen Partner hier umgebracht habe aus Versehen. Kann ich denn wissen, dass die überhaupt nichts mehr vertragen? Vor allen Dingen, mein Angriff ist doch eigentlich gar nicht so stark. Aber trotzdem bin ich die jetzt hier anscheinend irgendwie alle mit einem Schlag am Platt machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen hier rumschauen. Ihr habt jetzt mitbekommen, wie ich zumindest den einen noch gekriegt habe. Eigentlich war ich auf der Suche nach Woolly Pops, aber ja, von denen habe ich jetzt bisher hier noch nichts gefunden. Aber ich konnte schon mal einen Anubis auf jeden Fall bei uns in der zweiten Base einsetzen. Das ist ja immerhin auch schon mal was. Ja, ich werde mich dann noch mal ein bisschen hier umschauen in der Gegend. Es sind übrigens sehr, sehr viele von diesen Hawks, die ich das waren das die Perlfreunde hier hinten gerade? Ja, waren sie. Aber ich hätte gern die Munition. Und ehrlich gesagt auch hier das Ding. So. Das schnappe ich mir nochmal eben schnell. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich unterwegs, die Woolly Pops oder wie sie heißen, zu suchen. Aber ich hatte Glück und ich habe zumindest nochmal einen gefunden, der uns nochmal richtig Feuer unterm Hinter machen kann. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück bei den bekloppten Palianern in der Zirkusmanege der ständig depressiven und müden Pals, die sich tausende von Päuschen gönnen. Und ich habe einen. Hallo. Hallo. Der Hintern, der die ganze Zeit jetzt hier in der Kamera ist und mich verdeckt, das ist übrigens der Epi. Nein. Es war kein sprechender Hintern. So, ja. Mein Kopf hat gerade ganz komisch gepackt. Dein Ei ist ausgebrütet, das eine hier. Kannst mein du da rausnehmen? Ei ist ausgebrütet. Und hier ist noch ein. Muss ich aber erstmal wieder Anubis. Dings anmachen hier. So, ja genau, rechts habe ich in Anubis noch reingetan. Den kannst du dann ja haben. Ich habe den einen nur genommen, damit wir ein oder zwei, eine habe ich glaube ich hier drüben in die Base reingemacht. In die Base reingemacht. Ein Ei ist hier noch drin. Getan. Eins liegt hier noch in der Kiste. Ach, da hatten wir das hingetan. Weil das kommt. Also du konntest das hier doch nicht reintun, was ich hier dann reingetan habe. Ich habe einen Kapuziner. Die Leak-Punk heißen die. So, warte mal. Hast du denn die Torte schon rausgeholt, die ich extra gemacht habe? Guck mal, der hat sich hier um gar nichts gekümmert. Alles ist noch so, wie es war. Ach so, ja, das habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe hier diesen wunderschönen Schneemann hingebaut. In der Hoffnung, dass die Kühlung dadurch ein bisschen effizienter ist. Und ich habe irgendwo hier oben, ich glaube, es war in der zweiten Etage,
hatte ich uns übrigens einen Werkzeugkoffer hingebaut, ja? Aha. Nur so zur Info. Und ja, ich habe das Gefühl, die gehen wirklich schneller. Also die Sachen mit dem Handwerk. Und ich würde auch gerne noch was für Holz und so machen, aber das können wir nach und nach machen. Das waren so die zwei, wie ich eigentlich fand, am wichtigsten. Aha. Die zwei, wie ich fand, am wichtigsten. Haben, machen, tun das sollte. Das ist gut Deutsch. Hat mich auch gehelft. Ne? Finde ich auch. Achso, ich wollte ja noch ein Ei reintun. Sag mir das doch. Mach mal noch eine Torte, ne? Ja, wenn du kannst, mach noch Torten. Ich leg hier schon mal... Züchten wir uns jetzt alles Anubisse heran? Eigentlich ja, ne? Dann tue ich alle 7 Torten erstmal hier rein. Ja, bis jeder 10 hat. Ich habe dir eins reingemacht, noch ein Ei hier. Das hast du hier drin schon. Das so, guck mal, jetzt ist eins gekommen. Das kannst du auch ausbrüten. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr zum Ausbrüten gerade. Hast du denn, ja, aber hier drin ist doch jetzt Platz, oder? Du hast das doch hier rausgenommen beim letzten Mal. Hier ist nur eins frei hier. Ja, da habe ich das rausgenommen. Ich tue das so lange mal wieder hier rein. Hast du hier irgendwo Munition? Weil ich habe Pistolenmunition 11 unterwegs gefunden. Kannst du mir geben? Nee. Du willst mich dann nur erschießen. Minderwertige oder richtige Pistolenmunition? Ja, richtige Pistolen. Warte mal, ich werf die hier mal. Ich schmeiß die mal weg. Ich muss unbedingt Bosse killen, weil ich brauche unbedingt diese. Weg da. So. Achso, deinen Boss müssen wir noch machen, genau. Ja, ja. Warte mal, welche Palze habe ich im Team? Ich brauche alte Teile ohne Ende. Weil ich muss mir eine Waffe craften können, so eine gute. Mm. Eine fähige. Weil ich habe nämlich einen. Obwohl der Dick Toys ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht gegen den, ne? Das ist ja ein Elektro. Die Angriffe sind auch nicht so schlecht. Ich nehme die mal so mit, wie die sind. Aber lass uns kurz die Nacht mal eben überschlafen. Das hört sich seltsam an, irgendwie dieser Ausdruck. Die Nacht überschlafen. Kann das sein, dass gerade die Sonne wieder aufgeht? Die Sonne geht auf, der Mond geht unter. Ich lieg im Bettchen und der Epi ist nicht da. Aber die schlafen doch noch gar nicht. Die sind doch hier noch gar nicht am Schlafen. Ja, ich will aber im Hellen aufnehmen und ich will im Hellen rüber zu dem Boss, damit wir dann da in die Höhle reingehen können und nichts sehen können und den machen. So. Achso, warte mal. Muss ich meine Dings reparieren? Meinen Bogen sollte ich nochmal reparieren. Den habe ich nämlich jetzt oft benutzt hier. Ey, was schieben die mich hier durch die Gegend? So, zack. Ja, warte mal, ich krieg noch eine Handfeuerwaffe, glaube ich. Das geht. Ich habe da gerade was gesehen. Oh, ist ja. Nein. Wie, du kriegst eine Handfeuerwaffe. Wir wollen los. Wir wollen den Leuten noch was zeigen. Leute, stinkt. Die macht auch keiner. Warum macht die keiner hier? Warum macht das keiner? Keiner arbeitet hier in dem Drecksladen. Ja, das haben wir, ich glaube, in der vorletzten Folge. Ich habe sie noch nicht so ganz zurechtgeschnitten. Haben wir das schon festgestellt? Ich will vielleicht auch noch ein paar Sphären haben. Ja, aber das Höchste, was ich habe, sind grüne. Und du machst gar nichts. Ich bin hier so schön. Ich bin auf unserer Farm gewesen und habe Erze geholt. Das will ich jetzt auch noch mal kurz machen. Ja, hol mal da hinten. Hallo. Also, okay. Bin nicht mehr da. Ja. Du wirst mich niemals finden. Du wirst niemals herausfinden, wo ich mich versteckt habe. Anubis, ist alles in Ordnung mit dir? Ist das Bett böse gewesen, ja? Böses Bett. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was der hier eigentlich macht. Ich glaube... Ach doch, der ist unten das Eisenerz am Machen. Sehr doof. Warum steht er dann hier oben zwischen den Betten? Wieso macht er das dann so? Geh mal weg da. Ich sammle das schon mal direkt ein. Ich nehme das dann mit. So. Hier ist auch noch was. Wir haben ja auch, weil der ja, ich brauchte hier auch einen mit Feuer, ne? Der macht auch Level 1 mit Holz. Ist zwar jetzt nicht so viel, aber ich meine, normalerweise baust du hier ja auch nichts. Alter, jetzt schreit ihr mich hier so an. Jetzt bin ich natürlich wieder voll. Jetzt brauche ich wieder 3 Stunden. Echt? Ey, meine Seufzer sind irgendwie kein Bären. Nur wenn der Epi da ist, dann zwingt der mich dazu. Ja. Ich meine, jetzt bin ich auch noch hungrig. Ich habe gar nichts zu essen dabei. Oh.
Ich sollte vielleicht mal... nimm mal nicht das zu essen raus, was ich da gemacht habe. Ich brauche nämlich was. Welches Essen? Ich habe kein Essen gesehen. Was in dem Ofen da drin ist. Die 36 oder was die da drin waren. Nein, das habe ich schon genommen, weil das war für mich... Nein. Ich habe da die... Das sind die höchsten, die ich gemacht habe, ja? Da musst du mir zumindest die Hälfte davon abgeben, damit ich mich auch mal füttern kann, wollte ich gerade sagen. Ja, fütter dich mal. Aber die habe ich ja letztens... Die habe ich ja noch reingemacht. Nein, nein. Da möchte ich mal... Ja, die sechs doch. Oder was, die da drin waren, die habe ich mitgenommen. Nein. Ja, aber auf jeden Fall. Jetzt kann ich hier nichts... Doch, ich kann da was reintun, warte mal. Was wollte ich denn gerade eigentlich hier denken? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich wollte auf jeden Fall was zu essen. Hier da, ja, hier drin, nee, hier in den Fässern. Nimm das mal raus da. Was für Fässer? Hier. Da gehört doch Met rein, Alkohol, alles zum Besaufen und so. Da ist auch das Anubis-Ei. Ja, das habe ich da rein... Nee, das ist keins. Das ist, glaube ich, ein anderes. Und ich habe mir eben so einen schönen Spruch ausgedacht. Irgendwas mit der Manege der bekloppten Pals und der Zirkus der faulen Palianer. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war so klasse. Und ich habe es nicht aufgenommen und die Kamera lief. Und ich stand hier... Ich habe alles vergessen. Ja. 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 So sie ist halt so vergesslich, sie ist alt. Ja, das liegt aber nur daran, weil meine Gehirnzellen sterben immer, wenn ich mit dir zusammen bin. Ja, das ist ja der Sinn und Zweck. Ach so. Ich dachte, der Sinn und Zweck wäre eigentlich, dass man bis ins hohe Lebensalter einen gewissen Lebensstandard hat und diesen auch nutzen kann. Und dass man dann glücklich stirbt. Du bist ja mit mir zusammen, das ist dein Standard. Ja. Nein. Also, wir müssen ja jetzt auch mal fair. Nein, wir müssen ja jetzt auch mal fair sein. Nicht, dass hier irgendwie der Eindruck entsteht, keine Ahnung, wir sind schon 20 Jahre verheiratet und können uns überhaupt nicht mehr leiden oder sowas. Wir konnten uns noch nie leiden. Nein, deswegen sind wir jetzt zusammengekommen, weil wir uns gehasst haben. Genau. Okay, ich würde sagen, also ich schneide das jetzt auf jeden Fall raus. Und wenn ich jetzt gleich meine Pfeile habe, werde ich erstmal den Epi erschießen, weil ich gedacht habe, dass der ein Reh ist, weil der hier so die ganze Zeit in der Gegend herumgehüpft ist. Ey, wir brauchen nur eine Kiste irgendwie. Ich weiß, was ich mir noch machen wollte. Das Ding für die Stirn. Hm, toll. Und jetzt geht er wieder zu den Steinen, bis der nächste Wulli-Pup die Zuckerwatte wieder rausgepupst hat. Und dann läuft er wieder rüber. Hier sind zwei Eier drin. Wieso sind die jetzt zwei Eier? Ja, wenn Guck du die mal. Nicht abholst und die genügend Kuchen haben, dann lass die mal drin, dann hast du nachher 6, 7 Eier da drin. Ja, ist das denn gut für die Eier? Nicht, dass die hinterher Das weiß ich werden. Nicht, vielleicht mögen die sich ja. Dass sie durch die Eidecke schon miteinander kommunizieren und sagen, hallo, ich bin ein ganz wilde kleiner Anubis und du? Ich bin ein sehr ängstlicher Anubis, ich will gar nicht rauskommen. Nein, ich backe eine Torte, aber eigentlich habe ich eine Bratpfanne mit einer Ganz Keule da drin oder was das ist. Nee, das ist eine. Das kann auch ein Huhn sein, eine Huhnkeule. Und da sind die schönen Eier. Aber ich. Wenn der nicht so über mich drüber fliegen würde, könnte ich sogar ein Bild davon machen. Ihr könnt mich doch alle mal, ihr wollt es einfach nicht. Na gut, dann gehen wir halt los. Dann gehen wir los. Also, wir machen jetzt erstmal deinen komischen Dingsbums-Boss hier. Ja, dann komm. Aber diesmal mach ich das. Drück ich die Taste, bitte. Nee, diesmal machen wir es so, wie wir es immer gesagt haben. Und du hältst dich dann noch diesmal da dran. Ja. Da sagst du nicht, los geht's. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Und ich drück und du machst dann nichts. Wenn, dann drückt man ja auf 3 und nicht drücken und... Wenn jemand sagt, los geht's, dann wird gedrückt. Nein. Mami, jetzt ganz klein. Epi wird mich niemals sehen. Wird er mich Moment. Sehen. Muss mal eben die Waffe noch wechseln. Habe ich die andere Rüstung an? Hitze oder Kälte? Egal, wa? Egal. Ist Elektro, also. Also, ich drück jetzt. 3, 2, 1. Geht nicht. Nö. Stetige. Doch. Jetzt komme ich rein. Bist du diesmal auch drin? Ja. Ich will nicht schon wieder eine Leerrunde machen hier. Wir müssen den fangen. Ne, den kriegen wir nicht gefangen.
Ist auf jeden Fall nicht Sinn und Zweck gewesen. Und der Glitch ist auch raus, nach dem, was ich gehört hatte. Wobei ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung habe, wie das gewesen ist. Also du musstest den irgendwo hinloggen, das habe ich mir mal angeguckt. Und da konntest du den mit einem blauen, mit einer blauen Sphäre, konntest du den dann direkt fangen. Aber frag mich nicht. Aber ich hätte noch gar keinen Pal raus. Was tue ich denn für einen Pal raus? Ich glaube, ich mache... Das war noch ein bisschen blöd, was ich jetzt gemacht habe. Ich hätte eigentlich den anderen, glaube ich, rausnehmen müssen. Hier muss ich überhaupt erstmal. Ja, super, dass er gerade zu dir geht. Geht nicht zu mir, geht zu deinem Ball. Oh ja, die Schildkröte ist sehr effektiv. Hallo, da oben kann ich den nicht erreichen, Krötchen. Machen wir den zweiten auch gleich? Oh. Der Boss ist eliminated. Schakalaka, lakalaka, lu. Ich hab nichts bekommen. Ich auch alles nicht. Hast du alles eingesammelt? Ich hab echt nichts bekommen. Mir hat da irgendwas ein paar Ultimate gesagt. Ich hab gar nichts bekommen. Nicht eine ja, aber Sache. Die hab ich auch nicht. Aber der hat das gesagt, aber ist nichts gedroppt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Müsste ich jetzt auf der Aufnahme gucken. Oder haben wir die nicht eingesammelt? Dann kotze ich eh. Was ist das? Nee, bei dem kannst du nichts einsammeln. Da wirst du ja wieder rausgeworfen neuerdings. Meinst du jetzt den nächsten? Weil der ist heftig, also ne? Der nächste Boss hier in so einem Turm drin. Der erste, der ist ja noch easy. Ja, der zweite ist hier oben bei uns. Bei unserer Base. Bei der zweiten Base ist der. Da in dem weißen, in dem Schneegebiet, da ist der. Das ist der Boss 2. Schneegebiet sehe ich nicht. Ich gehe mal zum Lager. Nein, nicht zum Lager, sondern zum... Ich suche so, wo muss ich jetzt von hier aus hinfliegen? Was für ein Lager? Pass auf, siehst du das Schneegebiet da oben? Da, guck mal, da ist doch der Turm. Ich komm mal hier. Ich habe hier kein Schneegebiet. Hallo, hier. Guck mal, wo ich bin. Hier hinten. Hier stehe ich. Hier. Und guck mal so in die Richtung, wo ich jetzt gucke. Was ist das da? Ein Berg. Und da ist kein Schnee oben drauf. Auf der Karte habe ich keinen Schnee, nee. Weil, wie gesagt, ich bin noch nicht da gewesen mit diesem Stand. Nur mit dem Originalstand. Ach so, hier, guck mal. Da hatte ich übrigens... Oh, wenn wir hier mal die Zeit überspringen müssen, hatte ich hier auch mal eben zwei Betten reingestellt zur Not. Das hast du schön gemacht. Komm mit. Ja? Ich du meinst, sind da oben auch coole Pals hier oben drauf? So du willst gar nicht dahin, wo ich hin will. Ich dachte, du willst zu dem linken Berg. Nein, komm mit jetzt. Ja, weil da ist auch so ein Turm drauf. Komm mit jetzt. Im Gegensatz zu dir fliege ich zum Ziel. Ja, toll. Ich habe ja so einen schnellen, deshalb kann ich dich auch überholen. Hoffentlich verreckst du jetzt im Wasserfall. Hallo? Bisschen. Na komm. Boah, ist das nervig. Aber so einen schönen Wasserfall, so hätte ich auch gerne. Also eigentlich haben wir ja einen Wasserfall an der Base, aber... Hier, mich wundert auch, dass man hier... Doch, ich habe... Okay. Hier rechts, pass mal auf, rechts habe ich da so andere Tiere gesehen, so da oben. Die kenne ich nämlich noch nicht. Siehst du die da? Dann fliegt nicht immer durch mich durch, dann sehe ich vielleicht auch was. Wo ist für dich rechts oben, wenn du nach links fliegst? Nee, schon gut. Ist nicht da, das war was anderes. Ach so, warte mal, da, oder? Das Blaue, ist das einer? Reindricks. Ach, dich habe ich ja, genau. Noch gar nicht gesehen. Nee, deshalb. Aber da sollten wir vielleicht hin, wenn wir ein bisschen höher vom Level sind. Ist der Eingang jetzt vorne oder hinten? Wahrscheinlich ist das egal, oder? Da ist er, ja. Der war, meine ich, auch Elektro, wenn ich mich richtig erinnere. Warte, warte. Bist du da? Ja. 3, 2, 1. Ich hämmer schon extra immer auf die Taste drauf. Nee, der war Erde. Das war ein Erdding. Ach so, das ist ja gar nicht, den ich meinte. Das ist auch nicht der, den ich als zweites gemacht hatte, weil der zweite, das war auch so ein Elektrotyp irgendwie. Das ist natürlich jetzt für unsere Größe eigentlich scheiße. Warum? Und das ist jetzt natürlich scheiße. Ich habe, glaube ich, keinen...
Kein Feuerball dabei. Es ist Lilly und Lilien. Lilien. Doch, ich hab doch einen Feuerball dabei. Boah. Hallo? Ja, kann das sein, dass die 91.000 Leben hat? 97.000. Ach du Scheiße. Die anderen aber doch auch, oder? Nee. Kann ich doch so? Oh, ich hasse es nur, wenn du da nichts siehst. Aber die brennt schön. Mhm. Solange mein Pfeil noch da ist, wobei der Moment ein bisschen... Oh, jetzt geht da was runter. Oh, scheiße, ich gehe auch runter. Oh, oh, oh. Oh ja, ich musste sie essen. Oh, ich musste ihn... Das ist eigentlich noch okay. Hä, wieso trifft der denn nicht? Also ich bin gleich tot, weil die jagt mich nämlich gerade die ganze Zeit. Ja, aber warum gehst du nicht mehr in Deckung und ich bin hier in Deckung. Essen bringt mir nichts, ich bin noch voll. Nur der Lebensreck ist halt unterirdisch. Ja, der ist wirklich scheiße. Ja, und es gibt auch keine Heal-Sachen. Ach, meine Rüstung ist auch noch beschädigt. Ja, das wäre richtig geil jetzt. Bringt mir das irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, jetzt bin ich zumindest nicht mehr rot. Ich gehe wieder hin. Was ich nicht verstehe. Oh. Oh, komm schon, komm schon. Nein! Ich weich gerade meiner Schildkröte aus. Warum ist der Ring jetzt hier in der Mitte so am Leuchten? Oder hat er die ganze Zeit eben auch geleuchtet? Kann man da auch was? Kann man sich aufladen hier? Nee. Greif sie an, Schätzelein, greif sie an. Oh, ich muss endlich das Level fürs Schwert kriegen. Das ist so saugeil. Es ist eigentlich egal, ob man... Deiner ist kaputt, nimm den zurück. Ich habe keinen anderen. Dazzy kämpft nicht. Ich dachte, sie ist auch am Kämpfen. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Warum kämpft meine nicht? Die sitzt da nur. Ja, das ist ja geil. Hä? Aha. Oh. Hey, was krieg ich für Schaden? Och, dein Vogel ist in der Nähe gewesen. 5 Minuten haben wir noch. Ja, aber ich kann gerade nicht aktiv eingreifen. Das ist das Problem. Ich hab... Mann, was ist das für eine scheiß Nachladetechnik? Mann, lade nach, ey. Epi hat Ladehemmung. 10.000 hat sie noch. Was ist denn dahinter? Ich kann nichts machen gerade. Hä, wieso gehe ich runter? Ja, du musst da weggehen. Wo bist du? Ich habe irgendwie Gift abbekommen oder so, glaube ich. Aber wovon?
Aber dein Vogel ist ziemlich gut oder noch gut. Komm schon, Schätzchen, du schaffst das. Oh, die Kleine ist auch down, meine. Schätzelein, mach sie platt. Ich habe auch noch mal einen guten Schuss gelassen. 1000 hat sie noch. Scheiße. 50, die ist gleich down. Kriegst du dir. Nicht im Stein backen, kriegst du dir. Ja. Ja, wir haben sie. Ja. Oh, dafür ist mein Vogel aber draufgegangen. Ja, meine auch. Und noch die Dazi auch noch. Die muss ich alle jetzt... Dazi. Die arme Dazi ist draufgegangen. Ja. Oh, sie war auch rausgeflogen. Ja, du fliegst da immer raus. Das ja, aber ich habe nichts bekommen. Hast du jetzt was bekommen? Ich habe wieder nichts bekommen. Hä? Das ist jetzt verbuggt oder was? Oder? Das heißt, wir müssen jetzt von hier oben... komplett im Alm. Ja, ich denke mal, wir gehen erstmal zurück. Das heißt, gehen ist gut. Wir werden mal darüber schweben zu unserer Base. Siehst du die Base von hier oben? Nee, ich wollte eigentlich direkt nach Hause. Ach so, können wir. Ich bin ja doof. Können wir auch. Ah, warte mal, hier ist aber ein Wegschein in der Nähe. Nee, da gehe ich aber erstmal hin. Ich gehe mich erstmal reparieren. Ich mache nämlich so gar nichts mehr. Ich nehme mal kurz das Schaf raus. Also nicht erschrecken. Hier ist mal kurz einer Platz. Jetzt tue doch das Schaf weg. Irgendwie macht das Schaf da. Funktioniert Trick 17 noch? Ey, hallo, du sollst den nicht wegschleppen. Ihr sollt den retten. Ja, rettest du ihn bitte? Nö, die erzeugt Feuer. Was ist das für eine? Hallo, rettet mal jemand meinen Pal? Und jetzt ist er weg. Moment. Wenn du das frei machst, kannst du den dann... Kann ich da meinen rein? Jetzt ist er schwer verletzt, jetzt ist er leicht verletzt. Warte. Okay, dann nehme ich den erstmal. Zack, dann hau du deinen mal kurz rein, bevor ich den wieder reinmache. Und was musst du? Da musst du doch nichts machen. Nö, eigentlich nur warten. Hallo? Lebensbedrohlich verletzter Pal, bitte erste Hilfe. Wo ist er jetzt hin? Ja, geh mal in die Palbox gucken. In die Palbox? Ja, du? Hier. Dann ist der rot. Warte mal, der ist im Moment noch kam. Jetzt ist er oben. Schwer verletzt, warte mal. Das war dein Wandwurm, ne? Warte, der lebt. Ich lasse den mal eben volles Life kriegen, oder? Ja, gut, es geht so schneller. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den direkt reingeholt habe. Jetzt muss ich aber noch mal einmal kurz meine Dazi da reintun. Achso, die ist warte auch. Mal. Die ist auch. Ja, die ist doch auch down gewesen. Die hat aber gut gekämpft. Ich denke, die hat gar nicht gekämpft. Guck mal, da liegt sie. Hallo, halb versunkenes, schwer verletztes Pal im Lager. Die? Bitte retten. Die ist irgendwie, keine Ahnung, wo die ist. Noch liegt sie hier halb im Boden drin. Die Frage ist nur, wann, warte, da kommen welche. Ach, retten die oder was? Ja, ja. Zack, jetzt ist sie weg. Jetzt kannst du mal reingucken. Ja, jetzt ist sie schwer verletzt, leicht verletzt. Und nicht mehr verletzt. Kannst du wieder reintun. Stopp. Jetzt kannst du wieder reintun. So, und wie ihr hier auch schon sehen könnt, das wollte ich auch noch mal kurz zeigen. Ich war sehr, sehr fleißig. Ja, ich habe ganz viele Univolts gefangen. Ohne Witz, ich habe nichts bekommen. Das kann doch nicht sein. Droppt ganz jetzt viele hier Asux. Nee, das... Ich weiß nicht. Normalerweise würde ich sagen, wir probieren das vielleicht mal an einem... Es geht ja nur um die blauen... Ach so, um die blauen Punkte? Ja, es welche generell... Welche Punkte hatte der jetzt gesagt? Ne, die Punkte sind mir doch erstmal egal. Technologiepunkte haben wir auch gekriegt. 10 habe ich jetzt. Aber... Die Eier sind fertig geworden. Ja, schön. Die Laterne bräuchte ich nicht mehr. Die hast du mir gemacht. Ich habe die Grinsekatze. Warte, ich muss mir mal eben ein neues Ei holen. Boah, nee, ich brauche so viel antike Teile und wir haben nichts gekriegt. Wir haben nichts gekriegt, ganz ehrlich. Was ist das für eine Scheiße? Oh, kannst du mal deinen dicken Hintern hier wegnehmen? Aber du hast den einen Boss ja auch noch nicht gemacht. Du hast noch kein neues Ei eingesetzt. Ja, ich mache jetzt noch ein Riesenei da rein, so ein anderes. Oh, er macht ein Riesen... Das ist ekelhaft. Ja, das habe ich vorher reingemacht. Das ist wirklich ekelhaft. Und das ist bunt, vor allen Dingen. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich bin nicht repariert. Ich habe gar nicht so viel Schaden genommen. Den hast du alles abgekriegt, glaube ich. Ja, ich glaube es auch.
Das ist aber nicht genau. Schlimm. Ich wollte noch mal eben gucken, ab wann ich denn die Sachen, die ich brauche, machen kann. Schwert, okay. Ab Level 44 erst. Hier machen wir allerdings erstmal einen kleinen Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.